Wir sind jetzt alle bereit zum Marietta und es kann losgehen. 8:30 und wir machen uns gleich die Straße entlang auf den Weg zum Startgebiet und dann fängt unsere große Quest an und mal schauen, ob wir das schaffen. Ich versuche gerade diese Timing-Shift-Dinger da dran zu machen. Ich muss die extra noch die Schuhbände von dem da wegmachen. Von den Schuhen da drin in dem Ding. Weil ich keine richtigen. Oh, hier wird gefilmt. Weil ich keine richtigen Schuhbänder habe, weil ich habe nur die weißen und die sind scheiße für dieses Shift-Ding. Ich mache jetzt 5000-fach Knoten rein. Freigegeben, ja bitte! Und jetzt. Auf, so dunkel ist es nicht. Ja, genau. Wo sie das drin lassen? Ich glaube, Arsch nach unten geht einfacher. So, probiert's mal. Was? Ich rutsch da jetzt einfach so durch. Nee, da rutscht halt nicht. Die Reifen sind zu. Auf geht's, komm. Der eine hat mich gestummt. Das war voll unfair. Der Kommentar zum Tag. Es geht nicht. Matiata ist erfolgreich geschafft. Wir leben alle noch. Haben ein paar blaue Flecke. Warte, ich habe ein paar blaue Flecke. Die kann ich euch gerade nicht zeigen. Später dann. Ich sehe aus, als wäre ich geschlagen worden. Obwohl ich gar nicht weiß, woher ich die habe. Weil eigentlich habe ich gedacht, ich habe nichts irgendwie erwischt oder so. Oder bin irgendwo drangekommen. Aber ich habe irgendwie trotzdem blaue Flecke. Keine Ahnung wieso. Ja,
Jetzt geht's erstmal auf Street Food Festival, weil nach einem erfolgreichen Muddy-Hater-Tag muss man, ja, Sachen essen. Überhaupt essen. Und trinken. Und das möglichst lecker. So. So. Ich mache jetzt mal so eine Art Endfazit. Nein, doppelt gemoppelt. Fazit vom Muddy-Hater. Also es gab ja etwa 25 Hindernisse und eigentlich habe ich es mir viel, viel schlimmer vorgestellt, als es eigentlich war. Ich habe mir viel mehr Matsch vorgestellt. Es war eigentlich gar kein Matsch da, sondern nur, also wo man drunter kriechen musste bei so einem Gitter, da war dann unten nur Rasen mit bisschen Staub und da ist man nicht wirklich matschig geworden. Aber die Knieschoner waren mega praktisch. Ich habe praktisch keine Knieaufschürfwunden oder Ellbogenaufschürfwunden, weil ich ja die Schoner da hatte. Die waren mega praktisch. Also die würde ich, wenn ich das vielleicht nächstes Jahr nochmal machen würde, definitiv nochmal benutzen. Auch die Handschuhe waren mega praktisch. Ja, ich kann immer noch PC spielen. Ich kann immer noch eine Maus bedienen. Das ist alles gut. Und ja, ich, keine Ahnung, ob man das so sieht. Ich habe überall blaue Flecke. Ich weiß aber nicht, woher. Keine Ahnung, ich habe das nicht mal gemerkt. Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, aber... Ah, genau. Hier an dem Arm hatte ich keine Ellbogenschützer. Und da sieht man auch, dass die Haut da voll aufgerebbelt ist. Im Gegensatz hierzu. Weil ich hatte nämlich nur ein Paar, weil die nämlich nur... jeweils ein Paar geliefert worden ist. Der Ellbogenschoner... Oh, mein Ellbogen. Der Ellbogenschoner kam einzeln, als Einzelexemplar. Und ich wollte nicht noch eins kaufen, weil ich mir dachte, vielleicht ist es ja doch nicht nützlich, aber es ist definitiv mega, mega nützlich. Und an dem Punkt habe ich eigentlich ein bisschen bereut, dass ich mir nicht noch den zweiten gekauft habe. Aber es ist ja auch nicht so schlimm gewesen. Okay, am Anfang, die erste Station, man kam durch so ein Schaumbad. Und dann gab es noch ganz viele Hindernisse. Also sowas wie sich an Ringen entlang hangeln oder Reifen tragen. Ich habe den Reifen nicht getragen. Frauen durften den Reifen rollen. Also habe ich ihn auch gerollt, weil die waren schon irgendwie... Der Reifen war so groß wie ich. Wie soll ich den da tragen? Ich habe es zugegeben gar nicht erst versucht, weil, keine Ahnung, ich hatte Angst, dass dann mein Rückgrat bricht oder sowas. Keine Ahnung. Also es war viel mit Klettern und viel mit Armen, was ich ein bisschen... doof fand, ist, dass am Ende 4 Hindernisse hintereinander waren und die alle auf die Arme gingen. Und da war vorletzten Hindernis das Seil hochklettern an so einer Wand, da war dann Tuck. Da war definitiv Tuck bei mir. Ich habe die Hälfte geschafft und dann bin ich abgerutscht mit den Füßen, weil das war extrem rutschig. Und dann hatte ich auch keinen richtigen Griff mehr, weil meine Arme nicht mehr, keinen Bock mehr hatten. Und dann bin ich runtergerutscht und habe dann die Strafübungen gemacht. Aber sonst habe ich eigentlich relativ selten Strafübungen gemacht, nur halt am Ende, wo wirklich alles nur auf die Arme ging. Ja, und zwischendrin im Wald gab es halt diese Kletterhindernisse, wo man da auch so, keine Ahnung, Meter hoch. Ja, das war schon recht hoch. Man musste schon sehr hochklettern bei dem einen Teil. Das ist so eine Holz-Stahl-Konstruktion gewesen, wo man dann hochklettern musste und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und genauso gab es dann auch so ein Spider-Man-Seil-Ding, wo man dann auf der einen Seite hoch und auf der anderen runter. Und das war eigentlich ganz okay. Wobei mir eigentlich schon recht mulmig zumute war, weil es keine Sicherung gab und auch keine Leute irgendwie von denen, die das organisiert haben, die da vielleicht mal geguckt haben, ob vielleicht jemand sich das Genick bricht oder so. Das war einfach niemand da. Es stand zwar irgendwie so ein Notarztauto irgendwo nebendran, aber da war niemand drin. Es war voll verlassen, irgendwie mitten im Wald. Ah ja, genau, der See. Man musste nicht durch den See schwimmen, wie bei einem der letzten Male, bei denen ich das gesehen habe. Man musste einfach nur am
am Ufer des Sees entlang laufen. Also man wurde schon nass dabei und zwischendrin ging es auch runter und keine Ahnung, das Wasser stand bis hier bei mir oder so. Und dann ging es aber wieder hoch. Und so eine Rampe, wo man hochrennen muss, das war voll lustig. Bin hochgerannt und bin fast rübergeflogen, weil ich so schnell war. So eine Startrampe, wie so eine Rakete. Also eigentlich fand ich es voll cool. Ich fand es voll lustig. Das war voll das mega Teambuilding-Event, fand ich. Weil, also zumindest bei uns, weil wir uns alle gegenseitig geholfen haben, wenn Hilfe vonnöten war. Ja, was ich halt nur ein bisschen doof fand, ist halt, dass die vier Armhindernisse oder, okay, ja, ich glaube, es waren vier, hintereinander am Ende waren. Zwischendrin bei der ganzen Strecke war irgendwie alles so mega weit auseinander und so und am Ende alles hintereinander, bam, bam, bam. Achso, am Ende hat man dann als so eine Teilnehmermedaille bekommen, die hat jeder bekommen. Hier, könnt ihr mal angucken. Finisher 2017! Und das war übrigens, das war meine Nummer. War voll zerknittert. Ja, weil wenn man Sachen tragen muss und alles, ich musste auch voll oft dieses Blatt wieder irgendwie dran machen mit den Sicherheitsnadeln. Das war so nervig, dass es immer wieder abgefallen ist. Die eine Sache war noch, dass die Getränkestationen, es gab nur eine Getränkestation, etwa bei der Hälfte des Weges und eine Getränkestation fast am Ende. Das war's. Zwei Stück. Ich meine, es ist eigentlich genug für Leute wahrscheinlich, die schnell dadurch gehen und dadurch rennen und sowas eh öfter machen. Aber für Leute, die das nur zum Spaß machen oder nicht oft oder keine Ahnung, nur semi-professionelle Sportler sind, was auch immer. Und die Sonne schien ja mega prall runter. Das war dann schon irgendwie heftig, dass es da nicht mehr zu trinken gab zwischendrin. Die andere Sache, was ich richtig doof fand, ist, es gibt ja auch diese Elite-Läufer, haben die genannt, die Elite-Legion, Herkules, was auch immer, Elite halt. Die 16 Kilometer laufen und das in ganz, ganz schnell. Und die waren teilweise so asozial irgendwie. Nicht nur die Elite-Läufer waren teilweise asozial und ich sage auch nicht, dass alle asozial waren, aber irgendwie ist es bei den Elite-Läufern sehr aufgefallen. Du hast halt einen Elitenläufer gesehen, oh, da kommt ein Elite-Läufer und stummt er dich erstmal weg und sagt, 16, 16, dass er, weil er so wichtig ist und 16 Kilometer läuft. Und deshalb wir alle aus dem Weg gehen sollen, weil er eh so schnell war, konnten wir gar nicht so schnell darauf reagieren und er hat einfach die ganzen Leute einfach weggestummt. Sogar auf den Hindernissen, was irgendwie schon gefährlich war teilweise. Ja, von den normalen Läufern gab es natürlich auch welche, die nicht ganz so nett waren, aber keine Ahnung. Es fällt halt bei den Elite-Läufern auf, weil die halt so, einfach so schnell sind. Und immer 16, 16 rufen. Das ist so, keine Ahnung, die hatten auch manchmal so einen russischen Akzent oder so. Und immer 16, 16, keine Ahnung. Und dann haben sie alle weggecheckt. Was? Ich meine, was? Das ist doch voll gefährlich. Und man hat ja eh keine Sicherung oder sonst irgendwas, wenn man da über so ein Klettergerüst klettert. Wenn man runterfällt, dann hat man ein Problem, ne? Und ansonsten hing ich da mal so an so einem Seil, wo so Tarzan-Geschwung-Dings war. Die Tarzan-Station. Wo man sich von Seil zu Seil schwingen musste. Und ich habe das halt langsam angehen lassen. Ich bin immer von Seil zu Seil. Und weil die Seile halt so weit auseinander waren, weil das war ja für normal große Leute gebaut und nicht für so kleine Leute wie mich. Deshalb musste ich immer ein bisschen warten, bis ich ein bisschen mehr Schwung drauf hatte, bis ich endlich das nächste Seil greifen konnte. Aber der hinter mir konnte gar nicht mehr erwarten, die Station halt zu machen. Und hat schon angefangen, während ich noch da rumhing und mich von Seil zu Seil geschwungen habe.
Und ich meine, es waren noch 3 andere Stationen da, die er hätte benutzen können. Oder er hätte auch einfach warten können, bis ich fertig bin. Aber nein. Und dann war er plötzlich hinter mir und hat mich angestummt irgendwie. Wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber er war halt ein bisschen massiger als ich, sag ich mal so. Und war dann schon hinter mir und ist halt mit dem Seil auch die ganze Zeit dann gegen mich geschubst, weil ich ja erstmal den Schwung kriegen musste, dass ich das nächste Seil überhaupt greifen kann. Ja, deshalb, Leute, wartet einfach mal. Ihr sterbt nicht, wenn ihr mal ein bisschen länger wartet. Wirklich nicht. Das ist schon okay, das ist schon in Ordnung, mal zu warten. Oder nehmt halt die andere Station, die direkt nebendran ist, wo ihr auch entlang hangeln könnt. Aber egal. Wir haben es geschafft. Ja. Ja, das war's. Oh, ich bin so müde. Ich bin jetzt so mega müde. Ja. Bis dann.